bis Runde 11 nicht mehr den einen Damage frisst. Das heißt, Mages müsste dieses... Der Patch müsste der Patch des der Mages sein. Bounty, 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 Blood, Blood, Anti-Mage X. Okay. Los, wir gehen Bloodbound, Leute. Gib mir Ogres und Warlocks. Und gib mir minus 100 MMR. Wasser. Und mit Oge kann ich auch in Mages transition. Vielleicht kommen jetzt ja zwei Razors. Vielleicht kommen drei Razors. Vielleicht kommen fünf Razors. Los, wir gehen mal das neue Mana-Item, was jetzt auch Debuff-Resistenz gibt. Viel Spaß beim Friseur. Ist der Razor schon mal? Damit haben wir schon mal zwei Mages. Aber der Rest ist Müll. Was wollen wir damit? Haben wir mal ein Ex? Ich habe nur einen Ex gesehen. Ups. Ich sehe bis jetzt zwei Exes. Mit mir drei. Könnte schlimmer sein. Vielleicht gehen wir. Exes. Bin noch nicht sicher, was ich von den neuen Savages halten soll. Im Early Game werden die dich richtig hart carryen. Aber danach... Eigentlich kann man nicht Nein sagen zu Summoning Stone, Leute. Eigentlich kann man nicht Nein sagen zu diesem Item. Mindestens für Arc Warden. Aber ich wollte ja Mages gehen. Ja, ich habe Nein gesagt. Es tut mir leid. Wir haben einen Plan, Chat. Wir haben einen Plan und dementsprechend müssen wir auch Nein sagen zu sowas. Zu dem stärksten Item in diesem Spiel. Zumindest im Legend Patch. Okay. Ich habe jetzt ein Item Choice mehr und deswegen ist hier jetzt Bloodbound Kontrakt, wie auch immer es heißt, drin. Oder auch nicht. Oder auch nicht. 10 Armor sind 10 Armor. Damit ihr Bescheid wisst, 10 Armor sind 10 Armor. So. Tiny 2. Beim Ordles klingt eigentlich ziemlich doof. Ich mag das nicht, dass ein Eidolon rauskommt. Ich bin kein Freund von Eidolons. Mages! Lohnt sich das? Kriegt der Mana? Ich meine, ich will die Runde eh verlieren. Für einen kostenlosen Reroll. Los, wir verlieren die Runde mit Absicht. Lasst sie uns verlieren. Er hat ein 2er-Ex. Und ein Patch, der tankt. Wie ein Monster. Los. Razor hat nichts benutzt. Sehr gut. Killt wenigstens ein. Okay, so hart möchte ich die Runde jetzt auch nicht verlieren. Oh Gott, ich kill nicht ein. It's fine. It's fine. Kostenloser Reroll. Nur 4 HP, Leute. Im alten Patch wären es 5 gewesen. Ich hätte Axe verkaufen sollen für Patch übrigens. Okay. Okay. You have excellent taste. Okay, okay, okay. Moment, 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 Moment. It's okay. Very okay. 3 Mages bringen mir noch nichts. Jetzt habe ich das Item nicht drin. Oh doch, hat doch noch geklappt. Schon wieder ein Patch. Ja, alles ist neu. 2 Dragons, Leute. 2 Dragons. Los, Viper. Ult. Warum hat er schon 5? Ah, nee, doch nicht. Ich habe mich verzählt. Never mind. Ich töte nicht ein. Au. Okay. Mages Gaming, Leute. Weil man keinen Frontline hat am Anfang. What?
Ich will auch Hot können. Ich kann nicht Hot. Hot ist ja ein geiler Dingens. Ja, Free Reroll, auf geht's. That's big. Damit haben wir die Frontline. Okay. Lohnt sich Lina anstatt Puck? Nein, Dragon Buff. Alright. Runden mit Absicht verlieren am Anfang. Nur irgendwie verlieren wir mir gerade ein bisschen zu viel. Ogelrein sammelt sich kein Blatt. Ja, aber für wen soll ich Ogelrein stellen? Nee, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht, Blattbound jetzt drinnen zu haben. Denn ich denke, der Dragon Buff hat mehr Value. Gerade als der Bloodbound Buff. Okay, ich habe sogar eine Runde gewonnen, Leute. Ja, ich könnte beide Ogres reinstellen. Das, ja, wahrscheinlich wäre das sogar echt besser gewesen. Beide Ogres. Geht sterben. Neue SF. So. Wir gehen erstmal auf 10 Gold. Echo. Geht sterben einfach nur. Ogres, euer Job ist zu sterben. Falls es Assassins sind, macht Tiny das hier. Ah, ich habe vergessen, das Item reinzudrücken. Egal, nichts drum. Vielleicht gehe ich doch noch auf 3 Warrior. Hey, mein Warlock wird groß, Leute. Kennt ihr das, wenn euer Warlock groß wird? Ja. Feuer! Yep, deswegen gehe ich SF auch. Auch wenn er genervt wurde. Ich denke, SF ist immer noch key in solchen Kompositionen wie Mages. Und ich habe auch schon gegen SF gespielt. Er ist immer noch super stark. Hier, benutze einmal Bloodlust in dem Fight. Dankeschön. Theoretisch werde ich schwächer dadurch. Ich muss es trotzdem machen. Meep-Murp. Ja, ich will die nicht verkaufen, die Sachen. Ja, scheiße. Ich komme nicht auf 10 Gold, Leute. Ich hätte einen pushen können, wahrscheinlich. Ich kam nicht auf 10 Gold. Die waren mir alle zu wichtig für meinen Mage-Bonus. Irgendwas davon muss ja klappen. Ah, schwere Entscheidung. Holy shit, was hat er? Er hat einfach einen Low-Druid. Runde 8. Okay. Tut mir leid, dass ich gegen dich fighten wollte. Bei mir erzeugt der SF beim Gegner massig Mana und ich habe mich von SF verabschiedet. SF 1 habe ich mich auch von verabschiedet. Denn bei mir, ich stelle SF 1 rein, ein Assassin kommt, bam, SF 1 ist tot mit 450 HP. Von SF 2 hingegen werde ich mich, glaube ich, nie verabschieden. Viper, Tank und Rotz. Tinker mit Mages ist auch nett. Was ist denn hier los, Leute? Wisst ihr was? Ich glaube, es ist Zeit, den SF zu verkaufen. Er ist zu früh. Mit Razor Warlock wäre ich nicht auf 10 gekommen. Es war zu früh, Leute. Ich habe SF verkauft. Verkauft den Tusk. Dann habe ich das Problem, dass ich mein Frontline zu schwach ist, denke ich. Und so könnte ich vielleicht auf 3 Warlocks kommen. Weil, guckt euch das an. Ich habe einen Tusk und Tiny drin und... Sie zerplatzen trotzdem. Weil wenn ich jetzt noch einen Warrior finde, habe ich sogar eine legitime Frontline. Und auf die Mages kann ich ja später gehen. Mit 7 vielleicht. Mit Level 7. Ich habe ja auch immer noch Dragons offen. Und hier, der SF, der kommt halt zurück, ne? Der ist jetzt sauer. Ich habe einen verkauft und deswegen kommen jetzt 2. Der weiß. Der ist einfach sauer.
Und das ist auch gut so. Du musst einfach manchmal deinen SF sauer machen. Was mache ich denn jetzt? Liegt Lina Mana? Ist Lina besser als Bloodbound? Wahrscheinlich, oder? Weil Warlock kriegt da doch gar keinen Mana. Mir gefällt mir das nicht. Ich verkaufe gleich den Puck. Der gefällt mir nicht. Der baitet mich die ganze Zeit. Viper ist übrigens auch anerkannt einer der schlechteren Units, soweit ich weiß. Leider. Und ich spiele immer Viper. Warum? Ich finde dieses Nether-Toxin, das merkt man kaum. Oh mein Gott, jetzt kommt es, ne? Jetzt kommt es! Let's go! Let's go! Oh mein Gott! Oh Gott. Geht sterben einfach nur. Oh. Weh, jetzt kommt ein Assassin. Oh mein Gott. Oh, ich hab einfach 3-2 auf der Bank, Runde 11. Ich hab 3-2 auf der Bank, Runde 11. Okay, SF, Hit, einmal. Ein Hit reicht, SF. Kein Problem. Shit, ich glaube, ich muss gleich alle meine Zweier verkaufen. Ich habe 4 Zweier auf der Bank, Runde 11. Ein Assassin. Spielt jemand Assassins? Spielt jemand Assassins, oder? Shit, der hat aber richtig starke Brownies schon. Vielleicht vereinzelte Assassins, aber niemand, der richtig auf Assassins... Oh mein Gott. Schwierige Entscheidung. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich kann doch jetzt nicht mit 4 Zweiern auf der Bank weiter rumleben hier. Ich habe einfach gerade 4 Zweier auf der Bank verkauft. Okay, Blattsieger 2 könnte gefährlich werden für meinen SF. Wird er und töte ihn. Oh, lass dich nicht healen. Oh. Das Ding ist, ich muss irgendwann transition, Leute. Werde ich irgendwann transition müssen. Und die Transition habe ich bis jetzt noch nie geschafft. Das bis jetzt noch nie geschafft zu transitionen, wenn ich das probiert habe. Ich glaube, SF ist auch nicht die ideale Unit dafür. Luna oder sowas, die sind ideal. Geiles Lineup, ja. Ich freue mich schon auf mein Minus MMR, weil jetzt auch nicht und später. Ich meine, ich hatte gerade 4 Zweier auf der Bank. Aber ich habe mich einfach reinbaiten lassen. Ich hätte Mage-Buff haben können mit einem SF. Was heißt Transition? Der Übergang. Jetzt bin ich stark. Aber ich werde jetzt die ganze Zeit auf Ogres und Warlocks bleiben und habe nur einen SF, der mich irgendwie carryen muss. Und der Übergang später ins Late Game, wenn alle dicke Units kriegen mit Stunts. Wenn mein SF einmal stirbt, bin ich weg. Also den Übergang schaffe ich nie. Schlagbester Bloodgar. Ja, ich glaube sogar Bloodseeker ist noch besser. Das haben wir mit Bloodseeker probiert. Und ich glaube, Luna ist sogar die beste, weil Luna ist nicht so anfällig und die Glaives tun dann auch richtig hart weh. Bloodseeker heilt sich dann halt immer wieder auf Full HP, wenn er jeden One-Hittet. Das ist eigentlich auch ganz nett, weil Slug macht nicht ganz so viel Sinn, weil eigentlich will der ja Attack Speed buffen. Slug macht wirklich nicht viel Sinn. Nee, ich muss dem widersprechen. Eigentlich will Slug ja hitten, um Attack Speed zu kriegen, aber er hittet dann so stark, dass er ihn eh tötet, also warum muss es ein Slug sein? Er kriegt ja gar keine Attack Speed zusammen. Ich glaube, Blattsieger ist der Beste, weil der greift einmal an, hat wieder Full HP. Greift an, hat wieder Full HP. Arc Warden habe ich probiert. Das Problem ist, der Arc Warden Klon zählt die vorher gestorbenen Bloodbound Units nicht mit ein. Das heißt, der Arc Warden Klon zählt nur die Bloodbound Units mit ein, die sterben, während er auf dem Feld ist.
Und du musst dann irgendwie schaffen, dass dein Arc Warden Bloodbound die ganze Zeit stirbt. Durch den Damage-Run. Ah, schon alles probiert, Beefy. Schon alles probiert. Ich habe schon sehr viel experimentiert in diesem Game. Okay. Wir machen was. Ich werde trotzdem Mages gehen, oder? Auch wenn ich gerade eine Lina 2 und all sowas verkauft habe. Der ist Warlock. Warlock ist auch gut. Eigentlich wurden ja alle. Lass mich kurz überlegen. Alle Alliance-Items irgendwie in die Alliances untergebracht oder es gibt ein Item, was Alliance-übergreifend so wirkt. Wie ist es bei Warlock? Soul Sucking Siphon war ja einer der stärksten Items im Game. Ist es irgendwo untergekommen jetzt? Weil ich habe mir gerade gedacht, ey, ich muss jetzt nur Soul Sucking Siphon kriegen. Aber ich kann ja gar kein Soul Sucking Siphon kriegen. Ist nirgendwo untergekommen, oder? Oh, Leute. Oh, ich werde so abkacken. Ja, ich bin jetzt stark, aber was kommt gleich? Beschützt mein SF. Okay. Shit. Oh mein Gott, ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Hier, geh sterben. Funktioniert das? Geht er jetzt einfach sterben? Vielleicht geht er jetzt einfach sterben. Hier, der kann sterben. Moment, er kann einfach noch einfacher sterben gehen. Bin überfordert. Ey, wir können trotzdem noch auf Mages gehen, Leute. Er geht jetzt einfach sterben, dann castet er und damit triggert er den Warlock-Buff. Der Plan. Los. Ich hab gesagt, du sollst sterben gehen. Wo bleibt meine SF-Ult? RIP. War der Gehuman silenced? Da war der Debuff. Das Debuff-Eigen war nicht drauf, aber er hat seine Ult abgebrochen. Ich glaube, er war Gehuman silenced. Ich glaube, er war Gehuman silenced, Leute. Ein Human Silence and me die. I'll fight for you. I don't know, wie es weitergeht. Ich denke, wir werden hier richtig auf die Mütze kriegen. Wir hatten Spaß, aber Spaß bringt uns kein MMR. Er hat eine Coop 2, die könnte gefährlich werden. Mein SF steht. Ah, okay. Mein Blinkdagger hat die Coop 2 aufgehalten. Very good. Okay, okay. Bam. Und Hit. Heal. Ja, Heal. Hit doch einfach. Würdest du mehr hitten? Ich wünschte, man könnte zwei Items verteilen. Jetzt noch ein BKB. BKB und das Item auf ihm. Wird zu spät gelevelt. Alk, Lina, Puck. So, wen nehmen wir rein? Veno, Maiden für schnelleres Mana, damit es vielleicht irgendwie rauskriegt. I don't know. Alk, Lina gleich kaufen. PA raus. Mit uns wird nichts mehr PA. Er 2, Blatziger 2. Sie werden meine Maiden frühstücken. Die Frage ist, ob er SF4 ultet. Oh, das Gute war, Maiden wurde hooked. Come on, SF, heal. Heal! Das mit dem Blink funktioniert nicht auf dem Warlock, Leute. Das habe ich mir anders vorgestellt. Blink Alchemist gleich vielleicht. Ich hab ein Problem. I don't know. Wir werden durchgereicht. Shit! Mein MMR! Noch ein Mage rein.
Pushe ich jetzt einfach auf 8 für noch einen Mage rein. Was macht der Tiny hier noch? Werden wir jemals Freunde, Tiny? Arg worden. Muss den etwas mitnehmen. Er hat auch Assassins. Oh nein. Nicht meine Esse. Töte den Slug 1. Danke. Ich habe mal seit langem mal wieder eine Runde gewonnen, glaube ich. Nice. Bam. Sie sind etwas groß. Ich glaube, den Veno muss ich rausstellen. Klar, Warlock ist cool, aber... Was soll ich mit Veno? Macht nicht wirklich mehr Sinn, oder? Vor allem Veno 3 ist nicht mehr so stark wie der alte Veno 3. Otto, so. Wer soll tanken? Du tankst jetzt. Du hast eine Aufgabe, Kunker. Und wehe, du wirst diese Aufgabe nicht erfüllen. Moment, ich kann dir Blink geben. Shit. Ah, okay, Neutral-Runde. Ich habe wieder bei einer Neutral-Runde gepusht. Bin so doof. Ey, Blink-Kunker kauft mir Zeit. Oh Mann, ich wünschte, ich würde Top 4 kommen mit dieser Strategie, aber ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gefühl dabei, Leute. Stark nach außen, oder? Oder andersrum. Ach nein, das ist ein Bait. Ich muss, oder? Ich muss. Ey, Chat, ich muss. Fuck. Ah. Ich habe keine andere Unit drauf. Arg worden. Es wird arg worden. Ja, auch du kannst sterben gehen. Ach, zu früh gekauft, ich Idiot. Okay, wir werden gleich arg worden 2 reinstellen. Jetzt habe ich eine Lina. Aber stirbt die Lina da überhaupt? Ich einfach nur deine Ult raus. Immer macht keinen Damage. Okay, jetzt müssen die Right-Clicks durchkommen. Shield Explosion macht zu viel. Theoretisch könnte ich jetzt auch normale Frontlines reinstellen. Also, Kunker vielleicht doch kein Blink? Und Kunker rein? Weil es macht keinen Sinn, Lina das zu geben. Ich habe trotzdem keinen 3 Mages. Ich will jetzt Crystal Maiden geben zum Sterben. I don't fucking know, Leute. Okay. Jetzt seht ihr gleich die Arc Warden Interaktion. Jetzt habe ich. Ich verkaufe jetzt das zweite Mal eine 2er Lina. Ich muss gleich pushen auf 9. Seht ihr gleich die Arc Warden Interaktion. Alles gut, sie gehen auf meinen Klon, das ist sehr, sehr gut. Okay. Langsam können die ersten sterben. Okay, jetzt wird's stark, Leute, mein Klon ist nicht gestorben. Jetzt wird's stark, mein Klon ist nicht gestorben. Alright. Oh, was habe ich kreiert? Oh Gott, wenn ich gleich noch einen kriege, ne, dann raste ich aber aus. Ja, bitte auf Damage, ja, sorry. Ich glaube immer noch, oh mein Gott, das ist nicht gut, aber ich muss. Ich muss, oder? Es ist nicht gut, aber ich muss. Ich habe noch einen Warlock auf der Bank, macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied, ich hatte noch einen Warlock auf der Bank, fällt mir gerade auf. Ist fein. Ungerboot muss Zeit kaufen, jetzt sterben sie halt langsamer.
Hey, erster ist down. Werdet größer. Zweiter ist down. Dritter ist down. Mein Klon wurde getötet. Mein Klon ist einfach verschwunden. Und der Onkel schrumpft wieder. Oh. Nimm mal ein Tide mit. Ich meine, ich brauche nur eine Frontline und dem kann ich das ja auch geben, irgendwie. In der Theorie. Wir pushen gleich auf 9 übrigens. Wir werden nämlich schwach. Also ich habe das Gefühl, wir werden schwach. Gott, das macht keinen Sinn in der Comp. Hiernach ist eine Mutual-Runde, danach pushen wir auf 9. Okay. 39 AP. Uff. Was passiert, wenn gleich ein Assassin kommt? So. Wenn ein Assassin kommt, habe ich ein Problem. Cell Maiden. Ich meine, ich habe immer noch den 3 Mage-Traum eigentlich. Das sind die Assassins. Solange sie sich mit dem Klon aufhalten. Nein, er ist auf dem echten. Er ist auf dem echten. Swap Targets. Tötet was. Swap Targets. Ab auf die Korb. Okay. Oh, SF hat überlebt. Neutral Runde. 25, schaffe ich die? 25er? Ich hab nichts gegen Evasion. Ich schaff die nicht, ne? Ich schaff die Neutral Runde nicht. Ich hab nichts gegen Evasion. Ja, ich meine, das Ding ist, dadurch, dass ich verliere, kriege ich vielleicht nochmal Big Time Contract. Oh no, 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 no. Meint ihr, wir kriegen noch einen Big Time Contract? Ich meine, ich werde verlieren die Runde. Ah, shit. Ich brauche unbedingt Kunker auf 2 übrigens. Das Kunkerboot. Das Kunkerboot ist das einzige, was mir gerade Zeit kauft. Ist der Kunker nicht useless? Nein, der Kunker ist mein wichtigster Unit. Wenn Kunker nicht botet, dann kommen die so schnell auf meinen Asset drauf. Warum hat er ja einen Blinkdagger? Weil er direkt sein Boot dann rauskriegt. Und meistens sind dann 2-3 Bloodbounds down und dann kann ich schon reinschweißen. Ich denke, der Kuga ist gerade mein sinnvollster Unit. Ich schaff die Runde. What the fuck? Problem ist, wenn ich gleich noch ein paar Ogres finde. Oder ein paar Warlocks. Wenn ich einen Warlock noch finde, ich muss den eigentlich mitnehmen. Dann habe ich plötzlich 2-2er Warlocks dort. Das ist leicht problematisch, oder? Vielleicht sollte ich nicht eigentlich so stellen? So besser? Ich werde Bloodbound nehmen, einfach wenn es da ist. Mal gucken, ob es mich baitet. Dann pushen wir auf 9. I don't know. Ich weiß ja nicht, was meine Units noch werden. I don't know. Ich habe einen Moonshard genommen, aber ich weiß nicht warum. Hat eigentlich keinen Sinn gemacht, die Moonshard zu nehmen. Bin überfordert gewesen. Ich stelle Medusa rein für Moonshard. Ah, ganz klar. Natürlich habe ich einen Moonshard genommen für die Medusa, die ich jetzt gleich ziehe. Oder eine Lich. Hot? Keine Ahnung, was gerade passiert. Wir gehen einfach mal aufs Damage Step. Ich muss auf 10 kommen, Leute. Ich glaube, das ist ein Game, wo ich auf 10 rollen muss. Aber eigentlich brauche ich auch den einen Kunker. Das Ding ist, Medusa kriege ich, wenn dann auf 10. Medusa kriege ich, wenn dann auf 10. Und was mache ich, wenn ich jetzt noch einen Warlock finde? Ich kann keinen Warlock mehr finden. Die Chance für eine Unit sind so niedrig. Also ich kann noch, aber... Ein Kunker und eine Dusa noch. Dusa kann ich gleich reinstellen für Alk. Junge, Dusa mit Big Time Contract. Oh mein Gott, dann könnte ich sogar actually gewinnen. SF wird dann nicht mehr Big Time Contract haben. Dann wird es Dusa haben. Oh. Dusa Level 2 mit Big Time Contract. Ah, das stelle ich mir dreckig vor.
meine, die hittet wie viel gleichzeitig? 12 Millionen. Okay, bitte greift einfach den Schlag an. Das, ja, danke schön. Die AI auch noch angreifen. Warum? Oh, der Schlag hatte dieses Item, dass er weiter überlebt. Oh, aber die Lifesteal Heals von Warlocks. Bam, 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 bam. ich glaube, das haben die übrigens geändert. Im letzten Patch, als ich das ausprobiert habe, war der Klon nicht so gut. Vielleicht hatte ich das mit dem alten Argwarden ausprobiert. Ah, ich hatte das mit dem alten Argwarden ausprobiert, stimmt. Leute, wie viel Gold brauche ich zum Leveln? Ich werde leveln müssen. Na, in der nächsten Neutral-Runde, glaube ich, level ich. Game habe ich im Sack. Oder rolle ich für den Kunker? Der Kunker könnte schon wichtig sein. Ich könnte auch auf Schamans gehen, natürlich. Das wird noch gut. Disruptor 2 und Enigma 2 rein. Also, okay, Enigma 2 not gonna happen, aber dann hexen die sich auch noch, wenn die irgendwie meinen Arc warten. Stell dich vor, zu 70% hexen sich jetzt. Oh, das war der echte, oder? Oh, das ist unglücklich gelaufen. Er hat meinen echten Arc warten erwischt. Die Schiffe kreuzen sich. Wild. Disruptor anstelle von Alk. Aber das ist ein Zweier-Alk. Minus Armor. Ich glaube, das unterschätzt du, was so ein Alk macht. Das sind minus 8 Armor. Und der Arc Warden right-click wie ein Beast. Ich glaube nicht, dass Disruptor 1 mehr wert ist. Derzeit. Wie viel kostet Potion Chat? Rechnet. Obwohl, eine Runde noch, dann ist eine neutral Runde. Shit. Shit, 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 shit. Das gibt's doch nicht. Ey, wenn ich mit diesem Lineup Top 2 komme. I believe. Wenn ich Medusa auf 2 ziehe, believe ich, dass ich das gewinnen kann. Ich muss aber Medusa auf 2 ziehen. Ja, eine Dreier-Quop. Die Dreier-Quop ist auf meinem Arc-Warden und das lag auch. Irgendwie muss mein Arc-Warden dann überleben. Mit Warlock Deals. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja, er hat den nächsten Klon gezündet. Seht ihr aber, seht ihr, der Klon ist nicht von Bloodbound betroffen jetzt. Weil die Bloodbound-Units vorher gestorben sind, bevor der Klon lebte. Das war die Interaktion, die ich meinte. Ist trotzdem nicht schlecht. Der SF war big, Leute. Der SF war big. Die haben ein paar Klone getötet. Okay, Neutral-Runde. Was ist 30? Black Dragon? Ne, Linus. Nett, dass das da steht. Danke. Stell dir vor, ich krieg Argwarden 3. Stell dich einfach mal nur vor, ich kriege Argwarden 3. Was habe ich getan? Ich habe zu früh gepusht. Oh mein Gott, ich bin so blöd im Kopf. Ich dachte, ach, es ging schon los. Ach, die Zinsen wurden schon berechnet. Plus ein Gold. Passt schon. Anscheinend kommen ja eh keine SFs, bis die anderen rausfliegen mit den SFs. Okay, let's go. Eigentlich ist das ziemlich harmonisch mit dem Argwarden. Der kann hinten stehen, die ganze Zeit feuern, außer Assassins kommen. Während alle sterben, die Bloodbound sind. Und er wird größer und größer. Jetzt hätte ich pushen können. Okay, Leute. Eine Medusa. Nehme ich dann den Alk raus oder verzichte ich auf einen Bloodbound? Ich glaube, ich verzichte auf einen Bloodbound, hä? Ich glaube, ich verzichte auf einen Zweier Bloodbound wahrscheinlich. Was ist das? Reset Cooldown. Ich meine, wenn ich Medusa nehme, könnte ich. Wenn ich Medusa kriege. Cooldown resetten von SF? Okay. Jetzt bin ich gespannt. Cooldown resetten von SF oder Cooldown resetten von Kunker. Aber Kunker hat gerade seinen Blinkdecker, der muss erstmal ein Schiff rauskriegen. Ja, aber Kunker ist noch auf 1. Noch kriegt er sein Schiff nicht zweimal raus. Auch nicht mit dem Cooldown Reset. Ich glaube, der tickt zu schnell runter mit 950 HP. Komm mal, Medusa, zeig mir, dass es wert war, dich zu kaufen. Boah, tötet einfach die Klone. Okay. Medusa tut jetzt schon richtig weh. What the fuck? Und es sind noch nicht mal die Viecher gestorben. SF hat zweimal geultet. Was haben wir kreiert, Chat?
Was haben wir kreiert? Ich glaube an den Win. Ich glaube an den Win. Ein Kunker. Ding ist, ich ziehe halt eh keine Warlocks oder so mehr. Ein Kunker. Oh yes, baby. Oh Gott, zwei ist da. Also, jetzt ist die Frage. Entweder Kunker hat Blinkdagger, um ein dickes Schiff zu setzen, was mir Zeit kauft. Oder ich gebe Kunker das Item, um zwei Schiffe zu setzen. Dafür wird das erste Schiff später sein. Aber ich glaube, ich setze es höher, dass das erste Schiff früher ist. Ich glaube, das erste Schiff ist so wichtig. Ich krieg den Damage von Dusa an. Okay, jetzt sterben sie langsam. Dusa ist aber disabled. Dusa kann nicht hitten. Dusa kann nicht hitten. Wird Dusa jetzt hitten, wäre alles tot. Das gibt's doch nicht, dass ich mit dieser Strat gewinne. Eventuell. Oh, I love it. Sollte ich nicht alles noch ein bisschen weiter zurücksetzen und die einfach hier... Sollte ich es so machen? Ist es nicht sogar noch besser? Doppeltide. Doppeltide für SF? Doppeltide für SF mit Doppel-Ravage? Weil eigentlich muss nur Dusa und Arc Warden hitten, oder? Ich glaube, das könnte besser sein. Oh, und Enigma, dann hätte ich drei Schamane drin, wenn ich Disruptor reinnehmen könnte. Oh, oh, ah, ich habe fast drauf gedrückt. Drücke ich drauf, Chat? Drücke ich drauf? Nee, oder? Niemals. Ich meine, die müssen einfach nur sterben. Anders sollen diese Warlocks nicht machen. So, sie sind gestorben und jetzt guckt euch den Damage an. Medusa ultet, anstatt anzugreifen. Was ist los mit dir, Medusa? Drück! Drück, Medusa! Arc Warden wird gehealt. Oh mein Gott, wird Arc Warden gehealt. Kann rauskaufen. Ich nehme den Warlock aber nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich ruiniere, wenn ich den Warlock jetzt nehme. Fuck it. Ich meine, ich kann einen Dicken noch reinstellen. Ob ich jetzt einen Bloodbound mehr stirbt oder nicht. Ich stelle einfach einen Dicken dafür rein. Oder? Da habe ich neun Warlock. Und neun Ogre. Oder Tide 2. Tide 2 mit dem Shit. Ah. Mein Tide 2 mit Doppel-Ravage. Könnte auch okay sein. So viele Möglichkeiten. Tide steht auf einer ganz komischen Seite. Irgendwie muss... Meine Medusa ist disarmed. Deiner den Slag ein. Irgendwie hittet sie nicht wirklich, oder? Habe ich gerade gethrowt? Slag geht ab. Ich habe eine Runde verloren. Fuck! Was hat Tide für ein Item? Bei 30% HP refresht er und benutzt seinen Spells nochmal. Alchemist raus für... Braucht Disruptor und Enigma aber auf 2. Am Throne, Leute. Wenn Disruptor oder Enigma einer davon auf 2 ist, mach ich die Schamans rein. Oh, Arc Warden 3, Leute. I believe. Neutral-Runde. Jetzt noch Enigma für Alchemist. Brauche ich den SF eigentlich noch? Seien wir mal ganz ehrlich. Ich brauche den SF gar nicht, oder? Alt kann ich drin lassen für Minus-Armor. Was macht der SF gerade für mich? Refresh, 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 just refresh. Warlock? Ah, stimmt, 4 Warlocks. Hm. Hm.
Gehe ich auf den Dreier Warlock? Gucken wir raus, Dagger Tide. True. Gucken wir raus, Dagger Tide ist gut. Theoretisch hexen die sich jetzt aber, die Gegner. Seht ihr? Sie hexen sich, wenn sie meinen Arc Warden, meinen Disruptor oder mein Ding ins Rums angreifen. Medusa Hit! Hit! Okay. Sollte ich haben. Ich hab kein Disables mehr. Nicht choken jetzt. Okay, Tide ist gut. Tide ist gut, dann habe ich auch Scale. Nicht choken. Was ist das? Warum habe ich Rapier? Wo kommt der Rapier her? Was will ich mit dem Rapier? Ich will den nicht. Er hatte den, ich benutze ihn nicht. Fuck it. Ich will kein Rapier. Was ist das für ein scheiß Item? Hext euch, Gegner. Gehe ich auf Warlock 3? Wenn ich gleich noch einen Warlock finde, gehe ich auf Warlock 3, Leute? Ja, nein, vielleicht. Oh, warum springt ihr nicht auf meinen Arc Warden? Mein Arc Warden würde euch also schicken. Oh, da kommt der dicke Kit. Oh. Bin ich tot? Ich verliere. What's happening? Ich werde nur Zweiter, Leute. Was mache ich falsch? Was kann ich noch ändern? Was ist falsch gelaufen? Bin tot. Fuck! Nur Zweiter. Mit Rapier verliert er, ohne gewinnt er. Ah, aber gute Strategie, oder? Ey, das hat Spaß gemacht. Plus 75. Holy shit. Ah, das sind so Strategien, sehr experimentell. Wenn es funktioniert, macht es Spaß. Aber ich habe eigentlich mit meinen minus 75 MMR gerechnet. was hätten wir anders machen können? Ey, Arc Warden 3 wäre natürlich Granate gewesen in der Situation. Aber ich habe Arc Warden nicht auf 3 gezogen gekriegt. Ich hatte auch noch viel auf der Bank, was ich verkaufen könnte. Ich weiß nicht, ob der Schaman-Buff wirklich wert war am Ende. Ich habe das Gefühl, der Schaman-Buff war es nicht wert, weil Enigma ist irgendwie useless auf 1. Er hatte Assassins, wo auch die Disruptor-Ulti nichts bringt. Vielleicht hätte ich Kunkka und Tide drin lassen sollen, also nicht nur Tide. Vielleicht brauchte ich einfach nur die Disables, während meine Bloodbounds sterben. Bisschen disablen, sodass dann gerade Medusa und Arc Warden hemgehen. Ich glaube, das war mein Fehler. Ich hätte nicht Disruptor Enigma reinnehmen sollen. Ja, das ist auch immer das Problem mit Bloodbound. Upgrade ich jetzt meine Bloodbounds auf 2, dadurch, dass sie dann sterben sie langsamer, Warlock und der Ogre. Lasse ich sie auf 1. Gehe ich auf 3. Also wäre da jetzt noch ein Warlock gekommen, hätte ich nicht gewusst, ob ich auf 3 gehe. Mein Arc Warden war offen vor dem.